Moin, Christian, Yachtschule Eichler. Wir wollen mal eine Leine auf der Klampe belegen. Dafür gucke ich zunächst mal, wo kommt die Leine her? Meine Leine kommt jetzt gerade von Achtern, von hinten, geht also zuerst einmal um das vordere Horn der Klampe herum. Ja, immer erstmal den weiteren Weg. Sowas hier, das sieht ja schon schlecht aus, das kann ja fast nur abrutschen. Immer erst einmal um den weiteren Weg für die Leine, erstmal um das entferntere Horn herum. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man richtigerweise weitermachen kann. Ich zeige mal die präferierte, weil die Leine von außen kommt, gehe ich jetzt auf direktem Weg um das zweite Horn herum und danach erst kommen Kreuzschläge. Ich baue solche Achten. Zum Abschluss setze ich einen Kopfschlag auf die Klampe. Dabei wäre jetzt schön und für die Prüfung natürlich auch wichtig, dass das richtig rum sitzt. Der Kopfschlag könnte, wenn man ihn verkehrt rum macht, so aussehen. Das ist ästhetisch minderwertig. Ob das jetzt wirklich schlechter hält, das kann man diskutieren. Müssen wir aber auch nicht. Macht ihn einfach richtig. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ja, wenn ihr merkt, ihr habt den Kopfschlag verkehrt rum gesetzt, das kann man ja sehen, muss man ja nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre und pfeifend weggehen, sondern man kann ja sagen, okay, da war nichts. Gibt es nur eine andere Möglichkeit, wenn es so rum nicht richtig ist, drehe ich eben andersrum und zack, der sieht schön aus, so lasse ich das Ganze. Perfekt. Es wäre jetzt nicht falscher, wenn man von dem weiter entfernten Horn gleich in die Kreuzschläge geht. Das hat aber zur Folge, dass ich nachher mit dem richtigen Kopfschlag die lose Part außen habe. Das ist manchmal nicht ganz so schön, denn unter Umständen ist diese Part ja länger und dann soll man die nicht draußen hängen haben, sondern eher nach drin. Das ist also der Grund für meinen Vorschlag, zunächst einmal um das zweite Horn herum, dann die Kreuzschläge, zum Schluss den Kopfschlag. Der Kopfschlag bildet nur das Finish für das Belegen auf der Klampe. Aber bitte achtet darauf, dass ihr euch nicht angewöhnt, hier sieht man immer wieder mal in Yachthäfen, dass manche Motorbootfahrer so festmachen. Erstmal einen Kopfschlag und dann am besten noch einen Kopfschlag und noch einen Kopfschlag, na, so rum. Das sieht ein bisschen komisch aus und hält natürlich sehr gut, aber das hier bekneift sich ja, wenn die Leine Last hat und dann kriege ich das nicht mehr gelöst. Aber genau das wäre ja die Idee, zunächst einmal die Last auf der Klampe abfangen. Und dann, wenn der Kopfschlag nichts mehr zu halten hat, sondern nur den hübschen Abschluss bildet und dafür sorgt, dass sich das Ganze noch einmal bekneift, dann kommt der drauf. Der soll sich aber nicht durch den Zug auf der festen Part schon zukneifen.